heißt es, beide Akteure hatten ursprünglich noch einen Kontrakt bis 2019. Freunde, der Sommer ist vorbei. Heute hat für die Meteorologen der Herbst begonnen. Traurig? Kein Grund, denn jetzt geht's an die Ernte. Selbst in diesem bescheidenen Garten in Weinheim lässt sich Mutter Natur nicht lumpen. Na, Bent. Morgen aber noch nicht. Erstens müssen viele noch reifen. Zweitens fällt der Samstag ziemlich wechselhaft aus. Regen, Sonne, Wolken, von allem etwas ist im Angebot. Die Höchstwerte klettern nur noch auf knapp 20 Grad. Am Tag des Herrn wird's nicht viel anders, aber es bleibt trocken. Erst Anfang nächster Woche rappelt sich der Sommer zu einem Comeback auf, nennt sich Altweibersommer. Und zum Ende der Sendung an diesem Freitag, wie an jedem Freitag, Top oder Flop, heute aus Speyer. Top oder Flop? Flop ist, wenn Sie einen Ölpark nicht streitigen lassen. Flop ist, wenn Sie einen Ölpark bei uns streitigen lassen. Präsentiert von Zimmermann Tankschutz. Mein Top der Woche war, dass ich eine 1 im Chemie-LK geschrieben habe. Und mein Flop der Woche war, dass ich mich total besoffen auf dem Weinstraßentag aufs Maul gelegt habe und jetzt ein paar Schürfwunden habe. Was hat mich diese Woche gefreut? Ja, jetzt mein Kontoauszug, dass ich wieder Geld bekommen habe. Ich soll mal eine Baustelle fertig machen und dann die andere anfangen. Und nicht 25 Baustellen machen und die Autofahrer von Kreuzzug quer durch Speyer. Das ist eine Katastrophe. Und die Ordnungsbehörde, das sind auch die letzten Schlafer. Mein Top der Woche war, dass ich schon gute Nachrichten von meinen Verwandten bekommen habe. Und Negatives habe ich leider nicht zu berichten. Top ist, dass wir mal wieder in Speyer sind, im Wellnessurlaub. Wir lieben Speyer. Und Flop war diese Woche, dass der Kameramann, der dachte, wir sind Sachsen, dabei sind wir Schwaben und wir sind stolz darauf, weil wir können alles außer Hochdeutsch. Top oder Flop? Flop ist, wenn Sie einen Ölpark nicht reinigen lassen. Flop ist, wenn Sie einen Ölpark bei uns reinigen lassen. Präsentiert von Zimmermann Tankschutz. So viel, Herrn Eppler.
sind wir am Montag wieder für Sie da. Bis dahin, Ihnen eine gute Zeit. Tschüss. Das rote Licht. Aber über alte Hofe ist nichts mehr. Das geht bis an der Wald und dann löst sich so. Wenn man nicht aufnimmt, da sieht man das ganz klar. Und sobald man aufnimmt, verschwindet der Sinne drauf. Es ist nur leicht.
immer bitte. Ich hab gesagt, ich fall dort in mein Bett. Ich freu mich bloß um was. Ich bin nicht müde. Aber das ist ein Flugzeug. Aber das Phänomen von vorgestern, wie die Struff kriegen müssen. Das wäre cool gewesen. Aber was sind das für zwei Punkte? Das ist ohne Kant von der Lampe, aber was ist das denn? Denn die steht immer noch genauso, wie es vorher war. Hm? Und wo, was ist das für ein roter Punkt? Denn hier ist kein roter Punkt zu sehen, geschweige die zwei weiße Dinge. Ich schon komisch. Ist noch ein Müll. Das blinke mit meinem Handy. Ich frage mich aber bloß zu, was Jagdsaktore ist. Zu dem Vortrag, wo ich kann laut. Ich hätte zu lange gebrochen, dass wir ein bisschen die Fragen, die davor gestellt haben. Gut. Wieder gewachsen. Wow. Ich hab den nur alleine, wo die Lampe ist. Ohne Lampe. Habe ihn jetzt. Ganz kurz, mach ich eine Aufnahme. Das nennt man ja anders, da ich weiß nicht, wie man das nennt. Ich hab's nur gewusst. Energieball? Ja. Frag ihn nach Hallo. Das würde man ja unser ganzer Land nicht anders. Das sieht aus wie ein Planet. Planet über der Lampe. Mhm. Ja, ja, wo? Der der Planet wird gestern Nacht mit uns gemordet. Ich weiß, was ich vergessen habe. Morse-Alphabet. Ich kenne nicht viele aus dem Morse-Alphabet. Ja.
zieht hier Energie. Ich sehe halt nicht, welche Lampe das er sich ausgesucht hat. Den Haltung bleibe ich nicht dran machen. Aber wollte ich den Blick weg. Da gibt es eine scheiß Musik. Jetzt mal 4 gemacht, haben wir jetzt gar nicht. So? 2 Hände. Jetzt muss ich wieder suchen, hä? Ist das jetzt mal 4? Hallo. Weißt du, war ziemlich clever. Ja, ja. Oh, mein Knick. Gut, dann muss die zweite Lampe auch gleich aus. China gibt es schon nicht mehr. Das ist die nächste. Ich kann mir noch eine Bude von 19 Uhr. Hast du wirklich die Sendung von denen? Mhm. Woher mir das wissen? Ja. Das war hier laut genug. Wer weiß, wie viele Duschen wirklich drin gestorben sind. Zwei Sommer. Zwei Saturnushaus. Da wird mich nichts mehr neu bringen. Und man nicht die Miete vor mir kriegt. Theo ist in der Wohnung gestorben.
habe ich, glaube ich, schon mal erzählt, die war drüber gewesen, im anderen Zimmer. Und wie sie dann gehört hat, dass Gisela gerufen worden ist, aber wieso kommen ich bei niemand dort? Und du hast gesagt, das war die Stimmung her. Und dann nie mehr wieder. Ah, Gisela, war das größer. Sie mit Bussen und Bahnen zum Festival des deutschen Films in Ludwigshafen. Es wird das bisher größte Konzert von Alpenrocker Andreas Gabalier, die Volksrock'n'Roll-Show Unlimited, auf dem Hockenheim bringen. Wenn er am Samstag auf der Bühne steht, werden ihm voraussichtlich etwa 80.000 Menschen zujubeln. Davon geht die Polizei aus. Seit Wochen bereitet sich das Polizeipräsidium Mannheim auf das Mega-Open-Air vor. Mehr geht nicht. Madel und Urm, packt eure Fashion Dirndl und Lederhosen aus. Es ist soweit. Nur noch ein paar Stunden, bis der Mountain Man himself sich die Ehre gibt. Damit alle Gabalier-Fans die Volks-Rock'n'Roll-Show Unlimited von Beginn an auch wirklich Unlimited erleben können, hat die Polizei zahlreiche Sicherheits- und Verkehrshinweise für die Hockenheim-Pilger. Da es sich hierbei um eine Tagesveranstaltung handelt, gehen wir davon aus, dass der weit überwiegende Teil der Besucher mit dem Auto anreisen wird und auch erst am Veranstaltungstag zur Veranstaltung anreisen wird. Dadurch werden natürlich Verkehrsstauungen nicht auszuschließen sein. Und was die Anreisenden auch beachten sollten, wir haben diverse Baustellen auf den Autobahnen A5 und A6. Auch diese und dann möglicherweise auch Unfälle, die noch passieren, könnten zu Verzögerungen führen. Wie sollen denn Besucher am besten zum Konzert kommen? Also die Besucher, die mit dem Auto zum Konzert anfahren, sollten sich auf die Parkbeschilderung, die auf allen Anfahrtsrouten verfügbar sein wird, einrichten und sich auch danach richten. Insbesondere bitten wir die Besucher nicht, sich auf ihre Navigationsgeräte zu verlassen, weil diese sind auf eben diese spezielle Verkehrsführung nicht eingerichtet und könnten möglicherweise dafür sorgen, dass die Besucher auf gesperrte Straßen geleitet werden und ja, sozusagen in die Irre geführt werden.